Schaut mal, was wir geholt haben für unsere Katerchen, Sammy und Snuggy. Die Christmas-Schatzkiste von Zoo Royal. Natürlich haben wir zwei Schatzkisten geordert, sonst ist ja Zankerei. Die zwei sollen ja gleich behandelt werden. Naja, sie werden nicht gleich behandelt, weil der eine nicht zutraulich, sondern aufdringlich ist, der Sammy. Der muss immer so viel schmusen. Und der andere ist ein riesengroßer, doppelt so schwerer, mehr als doppelt so schwerer Kater, der Snuggy, der ganz scheu ist und innerlich eine kleine Maus. So, was haben wir hier? Ein Gewinnspiel. Wir verlosen 10-mal unsere nächste Schatzkiste. Da kommt ja der Sammy. Da, das ist unser Rampenkater. Es gibt auch, man kann einen Adventskalender daraus machen. Aus leeren Klopapierrollen. Nö, das wäre doch was. Hm, Sammy, was ist da drin? Erstmal, das gucken wir uns gleich mal an, die Werbung. Erstmal ist was für Menschen drin. Nämlich ein Keksausstecher. In dem anderen waren zwei. Und hier auch, jawohl. Ein Sternchen und ein Herzchen. Die gebe ich weiter an eine Familie mit Kindern. Die freuen sich das ja drüber. Möchtest du die gucken? Die kannst du aber auch Sammy geben. Dann kann der Kuchen backen. Das wär's. Und dann ausstechen. Möchtest du das haben, Sammy? Du hast aber davon schon eins, ne? Aber ist egal. Das ist also ein Weihnachtslolli. Vermutlich mit Catnip drin oder so, also Katzenminze. Oder ist Baldrian? Ne, Baldrian würdest du merken, ne? Matatabi. Aber noch ein T. Matatabi ist da drin. Was auch immer das ist, das reizt dich nicht. Es hat eine euphorisierende Wirkung auf die meisten Katzen. Was ist das, Katerchen? Was ist das denn? Ich leg das mal dahin. Hat ihn jetzt nicht sonderlich gerettet. Ne? Dann haben wir Huhn mit Käse von Minkas Naturkost von Zoo Royal. Sollen wir das mal aufmachen? Das andere haben wir nämlich. Wir haben bei dem anderen erst die eine Tüte hier aufgemacht mit Leckerchen. Aber das könnte dir gefallen hier, ne? Ich mach mal auf. Wird immer schwer. Oh, Sammy, schau mal hier. Riech mal. Was ist das denn, Schatz? Hm? Da. Zwei Stückchen. Und mit Käse. Jetzt immerhin gespannt. Der Snuggy bekommt selbstverständlich nachher auch davon. Aber der wird nie vor die Kamera kommen. Der ist so schüchtern. Die sind 7 Jahre bei uns. Und das hat wirklich die 7 Jahre gedauert. Seit erst wenigen Monaten kommt er auf den Schoß. Als er das erste Mal auf meine Beine sich stellte, da habe ich die Luft angehalten, weil ich gar nicht glauben konnte. Er hatte bisher immer, hat angedockt mit dem Kopf und dann muss man streicheln. Immer Köpfchen geben, streicheln. Und auf einmal stellt er sich auf meine Beine. Ja, und dann, wenige Zeit später, hat er sich dann hingelegt auf den Schoß. Und das macht er jetzt bei uns beiden regelmäßig. Und das ist wirklich nach 7 Jahren ein Triumph. Und das schmeckt dem Sammy sehr gut. Ne? Das hatten wir auch noch nie. Minkas Huhn mit Käse, Minischeiben. Schmeckt gut, ne, Sammy? Er hat ja gesagt. Und dann haben wir hier noch ein Spielzeug. Ein Fisch mit Katzenminze. Aber das könnte besser was werden. Das andere hat ihn jetzt nicht so angetönt, ne? Wir schauen mal. Okay, das Tütchen. Das waren 2 Stückchen, da ist er immer noch dran. Dann hier die Maus, die ist klasse. Da müssen wir wirklich eine nach oben tun. Diese Maus hat also große Löcher, wirklich große Löcher, sodass es einfach ist für die Katze. Also unser Hund, wenn die einmal wusste, da sind Leckerchen drin, in so einem Kong oder sowas, oder was auch immer da so rollt, die hat sich dran gehalten, gesucht. Katze macht Tipp, kommt nichts, ja, Pech. Nee, aber hier, die hat so einen Schwerpunkt unten, stellt sich also immer wieder auf. Man kann die aufmachen, Leckerli reinfüllen, ne, kennst du. Da wird einer dann nach oben gehen und einer unten, dann kann er immer. Ne, möchtest du noch eins? Das ist schön lang dran rumgeknabbert, ne? Noch ein Huhn? Ups. Wenn er so ein bisschen auf der Jagd ist, dann passt man besser auf die Finger auf, ne? Und dann haben wir hier noch drin eine Snackbag. Kulinarischer Wildlachs.
Genau, das hatten wir bei der anderen Packung schon aufgemacht. Mögen beide Krater gerne. Nee, Sammy. Und dann, das andere haben wir alles noch nicht aufgemacht. Oder hast du davon schon irgendwas? Nee. Nein. Ich dachte, du hättest schon was probiert. Nein, ich habe noch nichts probiert. Dann haben wir von Max Superfood, made in Germany. Also Max Futter ist für Hund und Katze wirklich großartig. Geflügel und Cranberry. Wow. Siehst du, was du bekommst, hä? Geflügel mit Cranberry. Und dann haben wir von Edgar Cooper, füttere mich mit echtem Huhn, Pâté für erwachsene Katzen. Und von Zoreal, Minkast, Naturkost, Rind und Huhn mit Kartoffeln und Sonnenblumenöl. Also was ihr alles Gutes bekommt. Ne? Ich finde das so klasse, diese Schatzkisten, sowohl von Zoreal als auch bei Zooplus. Das lohnt sich immer. Die sind preiswert. Ich glaube, es hat 15,99 gekostet. Denke ja. Dafür sind auch wirklich gute Sachen dabei und das lohnt sich immer. Du möchtest noch eins? Ja. Wir haben hier noch Kaninchen und Pute von Terra Felis. In 100% Lebensmittelqualität. Also das du auch essen, wenn du mal Hunger hast. Ich mach dir das. Nein, ich möchte nicht. Sammy möchte wirklich noch ein Hühnchen haben, ne? Ja, ein Hühnchen. Oh, ein ganz kleines Hühnchen. Jetzt hast du es gar nicht mitgekriegt. Hier vorne, da vorne. Oh, lecker, lecker. Kleiner Kater. Dann haben wir hier Trockenfutter. Fresh Beef, also Rindfleisch. Low Carb Formula, also dann ist wohl ohne Getreide. Das sollte auch ohne Getreide sein. Das ist witzig, also weil Fleisch sowieso keine Kohlenhydrate hat, dass sie das noch draufschreiben, Low Carb. Ja, ist gut. Auf jeden Fall, sie essen sehr gerne Trockenfutter, das bekommen sie so nebenher, hauptsächlich Katzenfutter. Es ist ja problematisch für kastrierte Kater, gerade Trockenfutter kann eben zu Nierensteinen führen. Da muss man also ein bisschen aufpassen, nicht zu viel Trockenfutter, ne? Dann haben wir hier Tütchenfutter von Katz Feinfood, auch Rind. Natürlich gut. Miau, steht da. Toll. Bis 1925 halber. Hm? Bis 2025 natürlich. Ach, dieses Datum, ne? Hast du beide schon wieder gegessen? Wow. Und dann haben wir eine Snack Cream. Huhn- und Katzengras. Warum? Sollen wir das auch mal aufmachen? Ich weiß, du liebst Schreckpaste, ne? Mal gucken. Ich muss erst sehen, wie es aufgeht. Ach, da oben. Mal sehen, ob wir das hier also überhaupt können. Ne? Ich mache das sonst immer auf ein Töpfchen oder ein Tellerchen. Mal gucken, ob das klappt jetzt. Ich sehe das gar nicht, Sammy. Ach, du siehst es aber. Schleck, schleck. Du sollst es nicht beißen, du sollst es lecken. Nicht Beißpaste. Schleckpaste. Hört ihr das? Du bist so ein süßer Stropf, du. Aber ich möchte das beißen. Jetzt habe ich das auf den Fingern. Würdest du das bitte von meinen Fingern ablecken? Hier? Ja, auf meinen Fingern. Dankeschön. Es ist rausgetropft. Ja. Ja. Okay. Ich glaube, den Rest kriegst du gleich, mein Schätzchen. Hm? Gleich. Ich zeige jetzt erst noch schnell den Rest, der da drin ist. Ein bisschen Stückchen Abfall. So, wir haben also noch ein Tütchen von Josera Huhn mit Lachs. Das hatten wir, glaube ich, noch nie, ne? Also Josera schon, aber nicht dieses hier. Dann von Almo Nature für sterilisierte Katzen. Ja, natürlich sind sie das. Mit Thunfisch. Für Erwachsene, sterilisierte Katzen, Huhn mit Thunfisch und dann noch Trockenfutter, der sucht immer noch, von Happy Cat Landente. Jetzt ist die Box leer, jetzt haben wir eine feine Auswahl. Ne? So ihr Lieben, Sammy und ich werden jetzt noch die Schleckpaste aufschlecken, dann werde ich mir die Hände waschen und dann filmen wir noch was anderes. Sammy, verabschiede dich. Tschüss ihr Lieben, bis bald. Ich zeige euch mal die Schleckpaste wieder, die sucht hier. Bis demnächst, ihr Lieben. Das schmeckt gut, ne, Schatz?
Ich habe ja eben ganz vergessen, noch zu sagen, also hier steht drauf, was alles drin ist, aber ohne Preise. Und hier, das ist ganz putzig, da ist, man kann da eine Wichteltür selber machen. Hier ist eine Schablone, eine Wichteltür. Das ist ja total in, ne? Macht man an die Fußbodenleiste oder so und dann denkt jeder, oh, da wohnt ein Wichtel drin. Ja, ich finde es ganz süß. Ich finde Wichtel und Gnome wirklich sehr, sehr süß. Eine Wichteltür. Ja, ihr Lieben, das wollte ich euch doch nicht vorenthalten. Also, bis demnächst. Tschüss. Ist leer.